Hi Leute, herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir waren auf dem Weg nach unserer Feuerwehrausbildung zu der Mühle. Und ja, müssen wir schauen, dass wir da heute noch jemand erwischen. Es ist tatsächlich schon sehr, sehr spät. 21.11 Uhr schon hier in Waldstätten. Das bedeutet, ja, die halbe Stadt wird wahrscheinlich schon sich schlafen gelegt haben. Aber nicht mit... Oh, aber nicht mit uns. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was tun. Beziehungsweise eigentlich wollten wir noch was tun. Ich habe hier den Zetter noch dran, mit dem wir die, das Gras gewendet haben, mit dem wir Heu gemacht hatten für unser eigenes Lager, für das Mischfutter. Und eigentlich... Moment. Bin ich jetzt eigentlich... Bin ich jetzt schon wieder nicht auf dem richtigen Weg hier? Moment, wo bin ich denn jetzt hingefahren? Ich fahre doch falsch, oder? Denke ich das jetzt gerade nur. Jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, ich bin hier. Ich hätte andersrum abbiegen müssen. Alles gut, kein Problem, wir drehen rum. Ja, genau, und wollten den Kalkstreuer holen, dass wir den pH-Wert noch ein bisschen ausgleichen können auf unseren Feldern. Zumindest auf den Grasfeldern, weil der stimmt noch nicht ganz. Und da müssen wir noch ein bisschen was tun für den nächsten Schnitt, falls es den nächsten Schnitt überhaupt geben wird. Aber nichtsdestotrotz werden wir die Felder ja trotzdem ordentlich hinterlassen. So, ich hoffe nur, dass der Anton da ist. Dass der vielleicht noch uns den Kalkstreuer gibt. Wenn der nicht mehr da sein sollte, mein Gott, wir haben ja die Erlaubnis, wir dürfen uns die Sachen ja nehmen, dann stellen wir halt den Zetter hin und nehmen uns halt den Kalkstreuer mit und dann passt das schon. Denke ich mal. Hoffe ich mal. War ja eigentlich immer eine sehr gute Zusammenarbeit bis jetzt. Ach ja, Feuerwehrausbildung, muss ich sagen, Modul 2 war auch cool gewesen. Gerade so mit dieser Rettung da von dieser Brüstung in der Stadt, von der zweiten Etage, ist ja auch nochmal was anderes. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Module. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Module man da vielleicht noch so machen kann. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch in der Feuerwehr. Und, oh, hier wird doch gearbeitet, Mensch, was ist denn da los? Ja, moin! Moin! Du, was ist denn hier los? Ja, ich muss die Spritze auffüllen. Wie, die Spritze auffüllen? Ja, einen Fronttank, Wasser rein. Magst mal hier eben um die Ecke in die Halle gehen, den Wasserhahn zudrehen? Das kann ich machen, ja. Eine Sekunde. Ja, hab ich. Jo. So. Ah. Schau hier wieder hinlegen. So, Mensch, Joris, du hier? Ja, hat mir doch gesagt, dass ich hier Anton ab und zu mal helfe, wenn auf dem Bauhof nichts los ist. Das stimmt. Wo ist denn Anton? Ich bräuchte ihn mal. Der hat gesagt, er hat noch was vor heute Abend und ist weg. Ach, der ist gar nicht da. Nee. Och, Mann. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar, ich bin ja gerade mit Zettern ja fertig vom ersten Grasschnitt. Und ja, ich habe den Dings wiedergebracht hier, den Zetter. Der war von euch. Ja. Genau, den würde ich einmal hinten reinstellen und würde ganz gerne den Kalkstreuer, falls ihr den nicht braucht, nochmal mitnehmen. Nö, den kannst du mitnehmen. Kann ich mitnehmen, ne? Ja. Wäre eigentlich eine feine Sache. Gut, alles klar, dann machen wir das so. Mensch, ansonsten. Und wie läuft das hier? Klappt das an der Mühle? Ja. Oh, ich sag dir. Guck dir das an hier. Sag mal, habt ihr euch eigentlich schon ein Palettenlager gebaut? Das stand hier schon so, ja. Ach, hier. Ja. Habt ihr schon eingelagert, sehe ich gerade. Das ganze gute Mehl. Ja. Ja, perfekt. Mensch, jetzt Kinder, ey. Ist kein kleiner Hof hier, muss man echt sagen. Also das, mir gefällt das gut hier oben. Ja, finde ich tatsächlich auch. Ach, damit du es auch schon mal gehört hast, wir müssen für den Händler auch noch eine 10.000 Liter Tankstelle möchte haben. Wer? Der Maschinenhändler. Ach, der Maschinenhändler? Eine, ja, 10.000 Liter? Ach, okay. Er meint, da kommen so viele Leute, die ihre Fahrzeuge zur Wartung bringen, die dann halb leer oder fast leer sind. Ja. Er muss immer erst losfahren tanken, deswegen will er eine Hoftankstelle. Du, kein Problem, können wir machen, denke ich. Ja. Das ist ja kein Thema. Muss man halt nur ein paar Richtlinien beachten, ne? Für das Tanken. Ja, Tankerei. Na gut, pass auf, dann will ich mal nicht viel Zeit verschwenden. Der Johann wartet ja auch. Dann hau ich einmal den Kalkstreuer dran und dann geht es zurück. Ja, macht das. Alles klar, perfekt. Guti. So, dann. Joris, viel Spaß noch. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Jo, mach ich. Wir sehen uns. Also, sag ruhig Bescheid. Ich bin dann weg. Hab selber zu tun. Nee, Spaß. Jo. Und kauf dir mal ein Kubota. Voll geil. Viel besser als Fendt.
Oh, jetzt ich zeig dir bald, was besser ist. So. Okay, perfekt. Dann machen wir einmal hier eine kleine Einpackung. Dann passt das. Und fatz. So, stellen den einmal hier hin. Ich denke, das passt. Und schnabulieren uns dann einmal den Kalkstreuer hier. So. Das sollte auch passen. Und dann können wir nämlich runter, können wir aufs Feld. Dann müssen wir mal gucken, ob der Johann heute noch Lust hat. Ich glaube nämlich eher nicht und ich auch nicht so richtig. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir noch eine Ladung... Oh, da ist sogar noch Kalk drin. Da ist sogar noch Kalk drin. Ja, den nehmen wir mit. Machen wir dann einfach wieder rein. So. Hier das Aufblendlicht anmachen. Gut, dann würde ich sagen, düsen wir einmal zurück zum Hof. Ich kann den Johann ja eigentlich schon mal Bescheid sagen. So. Ja? Johann? Ja, aus Wien? Ja, grüß dich. Ich bin auf dem Rückweg. Ich habe jetzt noch den Kalkstreuer hier. Ja. Du sag mal, hatten wir... Wir hatten doch noch Kalk... Ach ja, Kalk haben wir noch ohne Ende sogar am Hof. Das passt. Ich komme jetzt einmal zurück. Wir müssen uns ja halt nochmal kurz überlegen, ob wir noch irgendwas machen wollen oder nicht. Eventuell. Ja, ja, das war schon ziemlich spät eigentlich. Ja, schauen wir mal. Ich bringe jetzt nochmal los. Naja, ich hätte jetzt das Ding erstmal zurückgebracht. Warte mal, war das jetzt hier abbiegen? Tatsächlich. Ich weiß aber nicht, wie ich fahren muss. Das ist eine Katastrophe. War das jetzt richtig oder nicht? Das muss richtig sein. So, Müsst du mal Wegweiser stellen. Ey, es ist eine Katastrophe. Wirklich. Also in der Nacht, also am Tag geht's ja echt, aber in der Nacht bin ich hier ein bisschen aufgeschmissen noch zurzeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch nicht so einfach. Ja gut, du bist ja auch schon ein bisschen länger in der Stadt. Wo bist du gerade aktuell? Ich fahre jetzt nochmal auf den Feldern. Hätte den Ball da weggeholt gehabt, was den wir gefunden haben. Ja, den Ball können wir auf jeden Fall wegholen. Ich bin hier gerade rechts neben den Grasfeldern. Ich komme mal rüber, warte. Ja. Stimmt, ich sehe dich da hinten. Bist du denn? Ach da. Ja, perfekt. So, gut. Gut, alles klar. Warte mal, Kalk. Wo haben wir denn Kalk gebraucht? Es war doch hier irgendwo was, das so richtig schlecht das gewesen. Auf dem stimmen wir eigentlich gerade. Ja, hier ist der pH-Wert schlecht. Stimmt, hier war das. Ich glaube, das Feld hier so war okay, bis schlecht. Ja, das hier war auf jeden Fall schlecht, definitiv. Pass auf, ich versuche hier mal ein bisschen drauf zu kalken und guck mal, ob sich da was tut. Du kannst ja auch mal kontrollieren, ob das passt. Ja. Das sieht schon mal... Geht der hoch, der pH-Wert? Ja, er ist von schlecht auf perfekt jetzt hochgesprungen sogar. Auf perfekt sogar? Ja. Ja, dann ist doch gut, dann machen wir das so. Perfekt, alles gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, alles klar, Johann. Dann ich ziehe noch fix eine Bahn, dann komme ich rein, ja? Mach nur noch das Kalk leer, was hier drin ist. Jo, Subi, ich warte am Hof. Jo, passt. So, gut. Ja, da ist ja kein Problem. Dann ziehen wir hier noch ein bisschen Kalk. Dann können wir zumindest erstmal den Streuer noch leer machen. Oh, entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe übelen Husten. Ich hoffe, dass sich das hier ausgeht. So, und dann gucken wir mal. Ich glaube, genau, durch das Precision Farming, ihr seht vielleicht unten rechts, seht ihr ja, wie schnell das Kalk aus dem Streuer geht. Und ihr seht oben links die Anzeige, die Kalkanzeige, die pH-Anzeige, plus 0,5, plus 0,3, 7,5 und so weiter. Das heißt, er entscheidet jetzt selber, wie viel Kalk auf diesen Teilflächen hier ausgebracht werden muss. Und das wiederum bedeutet, unten die Anzeige läuft eben schneller oder langsamer und bringt dementsprechend mehr oder weniger Kalk aus. Ist halt Precision Farming, ne? Also das heißt, das bringt uns halt den Vorteil, dass wir halt wirklich nur dort Kalk einsetzen, wo wir es halt brauchen, auch von der Menge her. Hier haben wir zum Beispiel 0,625, also hier brauchen wir relativ viel. Hier ist ein schlechter pH-Wert. Das bedeutet, hier muss viel drauf. Da sehen wir unten, da läuft der Kalkstreuer auch gut. Und jetzt seht ihr, läuft er viel, viel langsamer, weil wir nur noch 0,375 brauchen. Hier kommt gar nichts gerade raus, weil wir da gerade schon gekalkt haben. Hier 0,25. Dann kommt man auch relativ weit. Also es ist eben viel, viel ergiebiger mit 1 zum Tank,
wie wenn man jetzt einfach nur draufhaut, egal ob man da Kalk braucht oder nicht. Aber dafür braucht man eben diese Bodenmessungen für Precision Farming. Guck mal, hier sogar 0,75, also hier fehlt ordentlich Kalk, also ordentlich pH-Wert. Ja, und dann passt das. So, und dann haben wir die Felder hier, oder dann haben wir das eigentlich in einen guten Zustand gebracht wieder. Es ist wichtig für eine gute Ernte, muss man dazu sagen. Also was heißt eine gute Ernte, aber seht ihr, jetzt ist der Kalkstreu hinten noch aus. Ne, also es wird nichts gefördert. Und jetzt geht er wieder an. Zack. So. Und dann seht ihr auch, der düngt auch nur, oder der kalkt auch nur ganz leicht. Oh, hier kalkt er wieder. Genau. Precision Farming. Eine feine Sache auf jeden Fall. Also ich bin da richtig Fan von, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es selber noch nie so oft angewendet und benutzt, aber ich finde, es ist wirklich, wirklich, wirklich eine feine Sache. So, dann hier noch was drauf. Und dann sollte das Feld eigentlich ziemlich gut aussehen. Passt. Dann können wir nämlich reinfahren. So, hier drüben haben wir noch einen kleinen Streifen vergessen. Können wir noch was drauf machen, falls ihr den überhaupt erkennt. Ne, er kennt er gar nicht. Aber hier. Die kleine Ecke hier noch. So. Okay, perfekto. So, das passt doch. Okay, super. Dann fahren wir den einmal rein. Dann würde ich aber auch sagen, ganz ehrlich, was wollen wir noch machen? Es ist spät in der Nacht. Eigentlich ist, naja, was heißt spät in der Nacht? Es ist 9:30, kurz vor 9:30. Ich habe eine Idee. Ich könnte den Johann eigentlich überraschen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Ich überrasche den Johann und lade ihn einfach noch auf ein Getränk in die Stadt ein. Das wäre doch super. Johann, ich habe das Feld schon fertig. Wie? Ja, also mit Precision Farming geht wunderbar hier. Der bringt ja wirklich nur die Menge aus, die rein muss. Und wirklich nur also wirklich nur so viel, wie man auch braucht. Ja. Also ist wirklich eine feine Sache. Du, weißt du was? Spart auf jeden Fall an Dünger, Kalk und Saatgut und so. Ja, Saatgut, Kalk, alles eben. Also perfekt. Ja. Du, lass mal ins Auto springen. Wir fahren in die Stadt. Ja. Wir fahren in die Stadt. Ich lade dich noch ein auf ein Getränk. Was hältst du davon? Oh, das ist ja nett von dir. Ja, finde ich auch. So, warte mal, was nehmen wir? Nehmen wir den Unimog? Der steht hier hinten in der Halle. Oder wir nehmen deinen. Komm, fahr du, da kann ich mehr trinken. Ich lade dich ein auf ein Getränk und du musst fahren. Ist das nicht witzig? No. Ja. Ja, Johann, wie jetzt? Alles gut. Kein Problem. Ja. Wir können ja auch ein bisschen den. Nein, pass auf, wir machen einen Deal. Du fährst hin, ich fahr zurück, okay? Das können wir ja nach dem Abend schauen, wie der so war. Oder wir fahren halt gar nicht und lassen uns von der Taxe heimfahren. Das geht natürlich auch. Genau. Oder so. Das ist wahrscheinlich am besten, naja. Ja, pass auf, fahr mal runter in die Stadt. Wie gesagt, ich kenne da eine gute Bar. Oder, wenn du Bock hast, vielleicht auch noch eine geile Pizzeria. Oh. Ja, noch so einen harten Arbeitstag ist das ja gar nicht mal verkehrt. Ey. Ja, ich meine, eigentlich gab es schon Abendbrot, aber ich sag dir, es ist so ein paar Pizzabrötchen mit Käse-Dip. Boah, vom ganz anderen Stern. Vom ganz anderen Stern. Eine gute 11 von 10, würde ich meinen. Auf jeden Fall. Eine gute 11 von 10. Ach ja. Und wie gefällt's dir? Sag mal ehrlich. Ja, gefällt mir inzwischen sehr gut. Also, die Arbeit bei dir bringt Spaß. Ist schön, dass du mir da so viele Unterstützung gibst. Ich glaub, müssen wir jetzt hier rechts schon abbiegen? Warte ganz kurz, ich kann da mal gucken. Wo sind wir? Ja, rechts, rechts, links müssen wir. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Über eine Brücke müssen wir, glaube ich, gleich fahren, oder? Kann sein. Könnte sein. Ich glaube, da ist eine kleine Brücke. So, warte mal, ich mache mal hier eine Checkung. So, jetzt hier links, genau. Nee. Auch. Ja, da vorne. Ja, hier. Genau, hier links. Genau, das ist. Genau, perfekt. Also, ich sag dir, in der Nacht sind alle Katzen schwarz, ne? Also, das ist hier ohne Witz. Also, das ist hier ganz anders. Die müsste mal mehr Beleuchtung hin von der so, Stadt. So, jetzt hier also rechts, meiner Meinung nach. Ja. Du bist doch beim Bauamt. Da kannst du doch mal dafür sorgen, dass hier mal ein paar Lichter an die Straßen kommen. Ist doch gar ach, nicht die mehr Stadt hat doch kein Geld. Das kannst du ja vergessen. Ja, stimmt. Da war ja was. Ja, ja. Das ist leider alles in den Taschen deines Bruders. Nee, oder was war es? Cousin.
Ja. Nee, Bruder. Nee, weiß ich gar nicht. Cousin. Ja. So, jetzt hier rechts wieder. Genau, und dann sind wir auch schon fast da. Ah, oh, perfekto. Aber ganz ehrlich, ja. Jungen, fahr mal noch ein Stück. Ich, pass auf. Mir drückt die Blase, halt mal hier an am besten. Ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall nochmal fix den Löwen in die Landschaft hängen. Moment, ja, so, so, jetzt. Ja. Ah, ich geh nochmal kurz pullern, ja? Ja. Oh, traumhaft. Richtig traumhaft. Ey, nicht gucken! Ich guck nicht. Mach mal Licht aus! So. Ah, perfekt. Was ist das denn? Hey, Johann. Ja? Johann. Ja, was denn? Da hinten ist einer mit der Taschenlampe. Siehst du den? Ja, ich sehe da auch was hin und her flackern, auf jeden Fall. Ey, da steht doch ein... Da steht doch auch ein... Weiß ich nicht, Motorrad, Moped, irgend sowas. Warte mal, steig mal ein, komm. Steig mal ein. Ja, du musst fahren, Mann. So, jetzt komm rein da. Steig einfach ein, Mann. So, fahr mal, mach mal, lass mal Licht aus. Fahr mal zur Gemeinde vor. Fahr mal vorne links auf den Parkplatz. Komm, wir gucken mal, was der da macht. Ja. Vielleicht ist das ja auch nur ein Mitarbeiter, ich weiß es nicht. Was sagt er? Weiter, fahr weiter, der sieht uns sonst. Hier links, fahr mal links auf den Parkplatz hier am besten. Ja, hier drauf einfach. Oh, ja. Ja, genau, den Parkautomat wegfahren. Die Stadt, die da weniger Einnahmen hat. Das machst du gut. Oh. Ja, bleib halt auch einfach so stehen, dass jeder weiß, dass du den Parkautomat weggefahren hast. Warte mal, Scheiße. Komm mal hier rum. Warte, komm mal mit. Hier können wir lang, glaube ich. Ja. Das will ich jetzt mal wissen, was der macht. Komm, wir gehen mal hier durch. Mach das Licht aus, sonst sieht die nicht. Ja, hier ist noch eine Hecke. Warte. Mach Räuberleiter. Komm drüber hier. Los. Ja, ich mach rüber. Ah, du? Ja, Scheiße. Den... Oh, ich bin zu fett. Oh, so, jetzt. Da. Alles klar. Scheiße. Warte mal, wie kommen wir jetzt hier raus? Warte, hier drüben. Hier. Jetzt müssen wir leise machen. An die Ecke und dann da ganz langsam rüber gucken. Guck mal, warte mal, hier sind wir voll unter der Lampe. Lass uns mal da rüber zu dem Hotel-Eingang rennen. Warte, hier ist gerade keiner. 3, 2, 1, go! Hier. Komm her, hier. Der ist doch da oben auf dem Balkon, oder nicht? Da eben, da oben auf der Markise ist doch einer, oder? Oh ja. Was hat der da vor? Lass hier den Busch gehen. Hier hinter dem Baum. Komm her hier. Weiß nicht, was der macht. Der fummelt da oben rum. Was macht der auf der Markise? Keiner repariert die Markise um die Uhrzeit. Nee, eigentlich nicht. Ey, wenn der einbrechen will. Das kannst du haben. Unsere schönen Pizzabrötchen. Oh, stell dir vor, ey. Live im Einbruch beobachtet. Das glaubt das, der Wartlinger nie, ey. Gut, dass du dabei bist, das sag ich dir. Ja, der, glaube ich, traut er ja eh nicht mehr aktuell so. Nee. Naja, nee, ich bin ja hier unter voller Verdächtigung. Das kannst du ja komplett abhaken. Ja, leider ja. Obwohl du eigentlich unschuldig bist. Aber jetzt ist der doch gegangen. Warte mal, der haut doch ab, oder? Ja, er sitzt an der Ecke da unten. Oh, Scheiße, 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 Feuer. Scheiße, Scheiße, Feuer. Scheiße. Ey, stehen bleiben! Junge! Bleib! Scheiße! Johann! Der hat die Bude angebrannt! Johann! Wir müssen Feuerwehr der hat die Bude angebrannt! Scheiße, Scheiße! Ich bin bei der Feuerwehr! Johann! Ich bin bei der Feuerwehr! Ich hab einen Plan! Dann. Komm mit! Wir müssen zur Gemeinde, wir müssen die Melder aktivieren! Schnell! Ja. Wieso? Ich geb schon Gas. Das brennt. Scheiße, das brennt lichterloh! Hast du gesehen, wer das war? Wir müssen doch hier abbiegen. Was? Warte, wir müssen hier abbiegen. Hast du gesehen, wer das war? Nee, leider nicht. Das war irgendeiner schwarz vermummter. Der hat auch einen Helm aufgehabt oder irgend sowas. Oh nee, ey. Schon wieder einer. Ich wär Wahnsinn, das kann ja nicht wahr sein. So, warte. Okay, alles klar, warte, ich schick noch eine Nachricht über den Melder. Oh Mann. So, Scheiße, lass zur Feuerwehr flitzen. Komm, Gas, Gas, Gas. Hinten flitzen soll ich nicht rumfahren. Ja, da hinten ist doch die Feuerwehr gleich. Nee, hol das Auto, ist besser. Hol das Auto, ist besser, geht schneller. Jo, jetzt rennt doch endlich, mein Gott, das rennst du in die falsche Richtung und dann wieder in die richtige. Was ist noch los mit dir?
Johann, ich bin bei der Kirche, hol mich ab! Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ja, wo ist er denn? Menschenskinder! Da kann ich noch hinlaufen können. Kann ich hier an der Tankstelle noch Tankstellenfassaden mir holen? Ist er das? Kommt er da? Johann! Gib Gas! Mach das Licht an, Junge! Das ist ja brandgefährlich! Bin drin! Ha! Junge, wer der Fahrt? Komm, gib Gas! Wie kurz hier was bin ich eingestiegen? Johann, du musst es. Johann, mach das Licht an! Wir sehen doch nichts! Oh, Scheiße! Oh, da kommt schon der Erste! Sehr gut, sehr gut! Gib Gas! Alles klar, gut, wir sind da. Alles klar, Einsatz ausrücken. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Pass auf, geh einfach mit aufs Fahrzeug. Vielleicht kannst du irgendwie mithelfen. Umso mehr, umso besser. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss und ciao.